Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu diesem neuen YouTube-Video hier bei mir auf dem Kanal. Wir gehen heute ins Home Gym rein und zwar möchte ich euch heute nochmal so eine kleine Kostenaufstellung machen bezüglich des Home Gyms und einfach nochmal so ein bisschen darlegen, wie teuer tatsächlich es ist, ein Home Gym aufzubauen. Ja, vor allem ein Home Gym aufzubauen, das ja auch ein bisschen besser ausgestattet ist, muss man natürlich an der Stelle sagen. Und dann kann sich jeder noch mal so ein paar Einblicke einholen. Ich habe ein paar neue Geräte hier, ich habe ein paar Umbauarbeiten vorgenommen. Dementsprechend gehen wir jetzt mal runter und ich zeige euch genau, was mein Home Gym insgesamt gekostet hat. Hier im Übrigen heute im neuen The Age of Iron Shirt ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, hier weißes Shirt mit dem olivenen Aufdruck, haben wir 100 Stück insgesamt im Sale. Ja, und wenn, also nicht im Sale, es gibt kein Sale, aber es ist auf 100 Stück rabattiert, limitiert. Ja, und dementsprechend, wenn ihr eins dieser Shirts haben wollt, checkt unbedingt ab, Only Basics, unten in der Videobeschreibung geht es direkt zum Shop. Hier haben wir die erste Kleinigkeit aufgehangen und zwar das The Age of Iron Logo. Richtig stabil hatte ich damals von Neon Beach zugesandt bekommen, dementsprechend hat mich das Ganze nichts gekostet. Ich glaube, wenn man das machen lassen würde, unter 200 Euro ist man da nicht dabei, 200, 300 Euro wahrscheinlich in der Größe. Dementsprechend sehr, sehr dankbar, dass ich das zugeschickt bekommen habe. Und dann kommen wir auch direkt zu den ersten Geräten. Wir haben hier hinten in der Ecke, ich habe es ja schon öfter vorgestellt, heute soll es gar nicht so um die Geräte gehen, sondern mehr um die Kosten, eine Beinstreckmaschine von Galaxy Sport. Wir haben hier einmal eine Hüftabduktion und einmal eine Hüftadduktion, beide von Gym 80. Ja. Und darüber hinaus hier in dieser Ecke noch eine Hyper Extension stehen von Hammer Strength. Was schätzt du, was das Ganze gekostet hat? Jetzt mal so alle vier Geräte hier in dem Raum. 2000 Euro. 2000 Euro. Kommt tatsächlich ungefähr hin. Also für die Geräte habe ich jeweils, glaube ich, 400 in dem Dreh bezahlt. 400, 400. Hier, das habe ich getauscht gegen ein Gerät, das auch 400 gekostet hat tatsächlich. Ne? Ich würde den Beinstrecker auf jeden Fall nicht für 400 nochmal verkaufen. Das ist Fakt. Und hier, die Hyper Extension war tatsächlich ja, das teuerste Gerät, hat 450 gekostet. Ja. Dann gibt es hier noch so ein paar Kleinigkeiten. Ihr seht hier die Bilder. Das muss euch Alina sagen, was die Bilder gekostet haben. Das kann ich nicht sagen. Das bleibt ein Geheimnis. Ja, genau, ich weiß es auch tatsächlich. War auch ein Geschenk, ne? Ja. War ein Geschenk. Und wir haben hier die Klimmzugstange. Lass mich lügen, aber ich glaube, die hat auch nochmal so 170 Euro oder irgendwas gekostet in dem Dreh. Dementsprechend denke ich, Leuchtreklamenschild, ja, mit allem drum und dran, hier liegen ca. 2000 Euro. Ja. Pi mal Daumen rum. Die Geräte kosten 1600, wenn jetzt 1650, Klimmzugstange vielleicht 170, sind wir bei 1820, dann hier die Leuchtreklame, okay, sind wir bei 2200 vielleicht. Ne? Hier ist noch ein bisschen Rest vom Boden, den kann man natürlich so jetzt an sich nicht bemessen, aber auch diese Bautenschutzmatten sind nicht zu unterschätzen. Das Licht auch nochmal, sagen wir pauschal 2500 Euro, ich glaube, da kommen wir ungefähr hin. Das soll ja auch für die Leute so ein bisschen replizierbar sein, wenn sie das selbst bauen wollen. Ja? Also das braucht ihr dementsprechend 2500 Euro für Raum Nummer 1, Treppen, Unterhaus, wie man es auch immer nennen möchte. Wir gehen jetzt in Raum Nummer 2. Liebe Grüße gehen raus an Benjamin, das Geld habe ich nicht fürs Home Gym bekommen. Gut, nächster Raum hier. Ja? Hier den Raum habe ich euch auch schon öfter gezeigt. Gibt es ein paar Kurzhanteln von 2,5 bis insgesamt 50 Kilo haben wir hier die Kurzhanteln. 2,5 bis 42,5 an einem Stück und dann haben wir nochmal 45 und 50 zum Schrauben. Wir haben hier eine Langhantel drin liegen. Wir haben hier diese Tiber Landmine Adaption hier unten, ja, Vorrichtung. Wir haben eine Safety Bar hier drin, eine Bank, diverse Scheiben. Wir haben ein Rack hier drin, nochmal eine verstellbare Bank hier unten. Ja. Und wir haben noch einmal ein paar Hantelscheiben, ja, an der Zahl, was haben wir hier hinten? 5 Stück liegen gerade hier rum, 5 20er. Oder 6 20er, glaube ich, sind sogar. Das sind, glaube ich, 5. Meinst du? Ja. Soll ich gucken? Ja, nee. Das sind 6. Ich habe gewonnen. Ja, okay. Wir haben leider nicht gewettet, aber die Wette hat nicht gewonnen. Alina hat gewonnen. Also, ihr seht es. Eigentlich so das Basic Equipment, sage ich mal, für ein Home Gym. Und ich muss euch sagen,
Hier dieser Raum war tatsächlich auch gar nicht mal so teuer. Das bedeutet, wer von euch ein Home Gym errichten möchte, wird hier auf jeden Fall schon gut fündig werden, ja? Oder kann man schon sagen. Also das ist eigentlich so das, was man grundsätzlich braucht. Also du hast wirklich alles, was du brauchst. Ja, aber hier, das ist der Raum, den die Leute auch brauchen würden, ne? Ja. Wenn man ein Home Gym macht. Weil auf jeden Fall. Grund dafür, ganz klar, ihr habt halt eben mit Kurz- und Langhandel super viele Möglichkeiten. Ein Rack könnt ihr verschieden verstellen. Also damit kann man definitiv schon arbeiten. Was hat das Ganze gekostet? Hier natürlich auch nochmal mit Bautenschutzmatten, Licht. Ja, diese Dämmmatten lasse ich jetzt einfach mal weg. Spiegel kann man hier drin lassen. Hat gekostet, also ich glaube, das Rack, nagel mich nicht fest, aber das Rack hat, glaube ich, gekostet 700, 750 Euro irgendwas in dem Dreh. Die Safety Bar, die müsste ungefähr 200, 250 Euro gekostet haben. Sagen wir mal 1000 Euro für Rack und Safety Bar, dann nochmal 100 Euro für die Bank. Sind wir bei 110 Euro. Dann gab es hier diese Bank hier, zusammen mit den 42,5er Hanteln, glaube ich, noch zu wissen, mich zu erinnern, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, nee, ich hatte damals andere Hanteln. Ja, ich hatte damals noch andere Hanteln. Ja, auf jeden Fall ganzes Hantel-Equipment. Ja, unabhängig von diesen beiden, die hat 300 gekostet in dem Dreh, 350 sowas. Das ist aber relativ spät eingezogen. Ja, dann sind wir bei 1500, wenn man Dino macht. Und ich glaube, für alle Hanteln, ja, die ich hier liegen habe, von 2,5 bis 42,5 Kilo, kommen nochmal circa 2000 Euro drauf. Vielleicht zweieinhalb, ich weiß es nicht. Müsst selbst nochmal gucken jetzt gerade. Aber 2000, 2500, sowas in dem Dreh. Ja, du musst mal rechnen, ne? Wenn man halt Stahl verkauft alleine, so 2,5 Kilo ungefähr. So, ne? Und wie viel Kilo sind das hier? Also das tatsächlich, das Gewicht macht oftmals halt auch schon einen Großteil des Preises aus. Dann kam noch halt eben Covid-Zeit, war sowieso alles ein bisschen teurer. Ja, also denke ich mal so 2500, so rechne ich einfach mal die Bank mit. Dann sind wir bei 4000 Euro hier für den Raum. 4000 Euro, kommt noch mehr. Da haben wir hier unten die Langhantel liegen, hat auch nochmal 250 gekostet. Das ist eine Bestart Powerbar, glaube ich. Also eine Powerlifting-Stange, keine normale Stange. Die Halterungen, ne, darf man auch nicht vergessen. So, kommen auch nochmal dazu. Wie viel haben die gekostet? 170 vielleicht oder sowas? Ich habe wirklich von den Preisen gar keine Ahnung. Keine Ahnung. Sag nochmal 170 nochmal. Hier die Halterung, die war mit der Bank dazu geschenkt. Also die ist schon mit drin. Dann sagen wir bei 4.400 Euro. Spiegel nochmal, ne? 150. Sind wir bei 4.550 Euro circa. Und dann haben wir hier eigentlich alles. Wie gesagt, Dämmschutzmatten zähle ich nicht mit. Ah, Hantel. Boah, Hantelscheiben, das wird auch nochmal. Das ist auch teuer. Ja, das ist auch immer. Aber schau mal, zweiter Raum und schon fast 7.500 Euro ausgegeben. Ja, und die Hantelscheiben sind teuer. Also ich glaube, da kostet eine 80 bis 90 Euro oder sowas. Das sind 6 Stück da, kannst du hochrechnen. Ja, 480 Euro, also ja, machen wir für den Raum 5.000 Euro. Ja. Ne? 5.000 Euro für diesen Raum. Mit Boden, mit der Halterung, die war auch da dabei. Also das kommt nochmal dazu und diese lassen wir jetzt einfach mal weg. Also ich glaube, weil wie gesagt, das kann man jetzt auch nicht mehr 100% übertragen. Das war halt damals alles auch einzeln ein bisschen zusammengekauft. 5.000 Euro für den Raum, dann sind wir insgesamt bei 7.500, oder? Ja, etwa. 7.500 nach 2 Räumen. Let's go, weiter geht's. Hier geht's ab zum nächsten Raum. Wir haben hier wieder direkt zu Beginn einmal einen Neon Beach KBK Coaching Logo. Müsste jetzt eigentlich Primus in der Paris hin, sieht aber trotzdem geil aus, auch in der Farbe. Macht was mit dem Raum, ja, kann ich euch sagen. Das ist eine tolle Erinnerung. KBK Coaching war ja dein Baby. Genau, das wird im Herzen immer weiterleben, deswegen darf auch gerne hier das Logo weiterhin bleiben. Ne? Die Altbestandskunden KBK Coaching, die sind ja auch alle noch am Start, ne? Und die Ergebnisse auch. Vor allem der Nachname bleibt ja auch gleich und daher ist es ja abgeleitet worden. Mhm. Na, also es ist ja schon noch existent, aber es ist weitergewachsen. Es ist weitergewachsen. Und Freunde, wir gehen jetzt hier, immer wichtig, ne, Metamaster zwar, habe ich im letzten Video schon gezeigt, ne, falls man zwischendrin mal ein paar Geräte ausmessen muss. Auf jeden Fall haben wir hier neu, ja, einen Kühlschrank. Wahnsinn, ja. Wir haben die Küche hier mit am Start, die hatte ich, glaube ich, im Preis noch gar nicht nirgendwo mit drin gehabt, muss man natürlich jetzt auch immer noch mal mit betiteln. Ich glaube, einfach für die Küche, ja, Kühlschrank, Umbau, Küche insgesamt, ne, 2.500 Euro. So, also einmal der Küchenpreis plus Kühlschrank und so, ne, weil der war vorher im Lager. Also ich glaube, diese Küchenzeile war aus dem Ikea und liegt bei 500 Euro. Bei 500, gut. Ja.
Also jetzt nur die Küchenzeile, ne? Ja, Kaffeemaschine. Kaffeemaschine. Teekocher. Hier, Vorrichtung. Wird auch nicht so teuer gewesen sein, aber sagen wir mal 2000 Euro kommt schon auf jeden Fall mit dem Umbau zusammen, weil hier war vorher eine Dusche drin, ne? Also ja, das war jetzt ja vorhin so ein Raum, ich glaube vorher so ein Raum gewesen. Bis hier. Genau, es wird alles runtergehauen. Ja, und jetzt haben wir halt hier eine Küchenzeile drin. Ne? So, und mit dem KWK Coaching Logo und so, sagen wir 2500 Euro. Ich glaube, es kommt auch in Wandfarbe und so weiter und so fort. Ne, kommt noch ein bisschen was zusammen. Dementsprechend haben wir hier auf jeden Fall einen dicken Preis. Dann geht's weiter. Wir haben hier die Tiba Row. Ich glaube, die hat ungefähr 1500 gekostet gehabt. Ist aber auch ja noch wie neu. Wir haben hier die Formen Hip Thrust, die hat 400 gekostet gehabt, sind wir bei 1900. Hier einen Pulldown, ja, der war insgesamt bei 1700 Euro gewesen. Und ganz hinten in der Ecke haben wir nochmal die White Pulldown Maschine. Und wenn ich mich richtig erinnere, war diese bei 1400 Euro gewesen. Das bedeutet, wir haben hier 400 plus 1500, 1900, 3600 und hier nochmal 1400 sind wir bei 5000 Euro für die Geräte. Dann geht es weiter mit einer Seithebemaschine. Ja, diese war hier gewesen bei 1200, glaube ich. Ja, du kannst. Alina sagt mir immer nur, das brauchst du nicht. Ja, das brauchst du ja auch alles nicht. Du hast ja genug. Theoretisch Raum 2, den wir vorgestellt haben, der langt ja volle Kanne aus. Na? Also für mich. Ja, gut. Ist ja für dich. Hier 250 Euro. Sind wir bei 1450 Euro für die Beinhebemaschine. 600 Euro für die Wadenhebemaschine. Sind wir bei 1850 Euro. Dann kommt noch ein Spiegel nochmal ran. Ne? Sind wir bei 2000 Euro plus ein bisschen was an Boden und hier auch nochmal einige Hantelscheiben. Ja, für Hantelscheiben, was haben wir eben überschlagen? 500, ne? Ja. Pauschal. Ich glaube, das kommt in dem Raum auch nochmal hin. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, 600. Dann sind wir bei, ich habe es wieder vergessen, Mann, das geht zu schnell. Das geht mir auch zu schnell, ich habe auch abgeschaltet. 1200, 250, Spiegel 150. Sind wir bei 1600, 2200 plus 600 sind wir bei 2800 plus 5000 sind wir bei 7800 Euro für diesen Raum. Ja. Mit Küche. Mhm. Und Umbau. Mhm. Ja, aber das ist auch ein geiler Raum. Also der hat sich auch auf jeden Fall gelohnt jetzt. Bin ich auch sehr, sehr happy mit. Da haben wir noch so ein Hip-Thrust-Pad rumliegen und so Kleinigkeiten. Ne? Also auch das akkumuliert sich. Hier die Lampen. Ja, also wahrscheinlich nochmal 200 Euro drauf am Ende. Sind wir bei 8000. Ciao. Gut, nächster Raum. Und zwar haben wir hier einen Raum, der altbeständig war. Wir haben hier einmal den Schnellbeinstrecker beim Beuger. Der war Eigenbestand. Den habe ich der Mama geklaut. Ja, also die hat den damals in der Physiotherapiepraxis gehabt. Dementsprechend habe ich dafür nichts bezahlen müssen. Weil er war ja gestohlen sozusagen. Hat gekostet, ich glaube, die hat den damals neu gekauft für 3500 Mark oder sowas, weil viele auch immer fragen, was kostet denn Schnellbeinstrecker, Beuger? Und die sind ja auch relativ wertkonsistent, sage ich jetzt mal. Sag mal so. Ja. Ich glaube schon. Also der behält den Wert. Ne? Also konstant. Konstant, ja. Nee, ist nicht das Wort, das wir suchen. Egal. Auf jeden Fall. Hier, wenn ihr den mitrechnen wollt, ja, dann könnt ihr halt eben da 2000 Euro nochmal rechnen, ja, ungefähr 1750 Euro. Dann haben wir hier eine Bank, die hat 250 gekostet, sind wir bei 2000 Euro. Dann hier die Cybex Neuheit hier, das Multipresse, das neueste Baby, hat sich absolut gelohnt, auch wenn das jetzt das teuerste Gerät tatsächlich bisher ist mit 3800 Euro. Alina guckt mich an, die weiß nämlich gar nicht, was das alles kostet. Das wusste ich gar nicht. Ja. Du bist richtiger, du. Ja. Und hinten beim Beuger, beim Strecker, beim Beuger, auch roundabout, glaube ich, 700 Euro, sowas in dem Dreh. Ja. Also da sind wir auf jeden Fall ganz gut aufgestellt. 4500 plus 2000 Euro sind wir bei 6500 Euro plus die ganzen Handelständer und so, die da noch rumliegen. Kann man auch nochmal 300 Euro rechnen, circa, plus Spiegel 450. Wo sind wir dann? Ich habe dir wieder nicht mehr.
mehr zugehört. Ich habe mir selbst auch nicht zugehört. Ich bin nicht auflagenfähig. Scheiße, das... Ich bin nur der Part hinter der Kamera, du vor der Kamera. Ja, 4, 5 plus 2 sind 6, 5 plus da hinten 300 plus Spiegel, sagen wir 7000. Das ist auch eine Hausnummer. Das sind nicht so viele Geräte. Also hier dieser wunderbare Stuhl, den habe ich geschenkt bekommen von meinen Klienten. Also der ist auf jeden Fall umsonst gewesen für mich. Keine Ahnung, was der kostet. Hier die Maschine, die Bauchmaschine hat, glaube ich, roundabout 600 Euro gekostet. Vielleicht 700. Hier die Bizepsmaschine war bei circa 350 Euro. Sind wir bei 1050 Euro. Die JBL-Box habe ich auf Amazon bestellt, kostet auch nochmal 300 Euro, aber wichtig für das Home-Gym. Und der Spiegel, könnt ihr auch euch direkt nochmal merken, 150, also pauschal, das sind immer so die gleichen, ja, vielleicht hat es 20 Euro weniger gekostet. Aber trotzdem für die Größe eigentlich relativ günstig, 150 Euro jetzt für die Größe ist halt ja. Echt an sich nicht viel. Ne? Ich glaube, mein Spiegel habe ich die bestellt, immer so in Menge und dementsprechend ging das tatsächlich. Ja, was haben wir hier, 1050? 250 oder 300 hat die... Ah, nee, Quatsch, das war ein Geschenk. Das war, du hast jetzt Weihnachten bekommen. Das war ein Geschenk von der Oma. Ja, von der Oma. Ja, aber ja, habe ich geschenkt bekommen. Wenn ihr so eine Box wollt, ich glaube 300 Euro kostet die. Gut, mit Spiegel sind wir bei 1200 Euro. Dann kommen wir hier zum Ruder und Latzug. Hier habe ich tatsächlich auch nochmal den Preis für euch rausgesucht gehabt, weil ich mir tatsächlich nicht so ganz sicher war. Was schätzt du? Konstruktion. 2000, ich gucke jetzt hier nochmal nach. Ich glaube, wir waren tatsächlich ein bisschen günstiger unterwegs. Oder sicher, ich glaube sogar teurer oder zweieinhalb, kann das sein? Oder zweieinhalb oder teurer. So, jetzt muss ich hier mal ganz kurz gucken. Wir haben hier stehen insgesamt 1500 Euro. 1500 Euro? Vielleicht war das aber auch vom anderen Gerät. Vielleicht waren es auch 3000. Also ich glaube, dass die schon mehr gekostet oder 2500. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe mir irgendwie 1500 notiert. Vielleicht waren es auch 2,5. Ich glaube eher 2,5. Wir gehen mal von 2,5 aus, einfach pauschal. Ne? Plus, jetzt haben wir hier nochmal einiges an Equipment rumliegen. Wir haben hier ein paar Griffe. Ne? Kann ich euch sagen, diese hier ungefähr 130, die vielleicht 70, sind wir bei 200. So ungefähr 230. 260 vielleicht, sagen wir 300 plus die Mac-Griffe, die waren teurer, da hat einer 150 gekostet. Dann sind wir hier bei 300, 450, 600, 750. Ich glaube 600 waren es insgesamt. Ich habe irgendwie im Kopf, dass ich 600 bezahlt habe für alle. Oder 650. Also sind wir hier bei Griffen circa bei 900 Euro nochmal, die dazukommen. Und das Konstrukt, also die Halterung. Ah ja, die kostet auch nochmal 200. Ja, sind wir bei 1.100. Ja, moin. Genau, 1.100 plus 2.500, 3.600. Und was hatten wir hier hinten gesagt? Insgesamt waren das 1.200. Sind wir bei 4.800 auch hier in diesem Raum. Gut, jetzt haben wir hier nochmal in dem nächsten Raum natürlich auch noch ein paar schicke Gerätschaften. Wir haben hier einerseits einen ATX Dual Pulley. Ja? Der hat ungefähr 2.500 Euro gekostet. Oder 2250 habe ich im Kopf. Zwei Spiegel, nochmal 150, ne, sind wir bei insgesamt 2550. Dann haben wir hier die stehende Brustpresse. Ne. Hier, jetzt muss ich selbst nochmal gucken, was hatte ich damals bezahlt. Kostet 2000 Euro. Ja. Ich spreche im Übrigen immer von den Nettopreisen auch. Ne. Also keine Bruttopreise hier genannt. Wichtig, weil dann wären es nochmal 19% überall mehr von den Geräten, die ich mit Mehrwertsteuer gekauft habe. Also wenn ihr ein Homegym bauen wollt, muss man einfach berechnen. Bei mir ist es ja auch Firmengut sozusagen. Dann haben wir hier die Brustpresse, die andere Brustpresse, die Incline Chest Press. 3.250 Euro für dieses Stück. Schön teuer. Ja. Wir haben die Bank da hinten, ich glaube, die hat 600 gekostet oder 800 gekostet? Ne, 590. Ehrlich? Aber ohne Dings. Ja. Ne, Mehrwertsteuer. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du das mit 800 Euro gesagt hättest. Ja. So, dann haben wir hier die Beinpresse. Die Beinpresse hatte insgesamt, Leute. 2,8. Beinpresse, 3.190 Euro. Ja. Dann haben wir hier die Hex Squat.
Die Hex Squad, da sind wir bei. Auch so in dem Dreh, ne? Hätte ich jetzt getippt. Also auf jeden Fall mal locker 2,5. 3.990. Wie viel? 3.990 Euro. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt gerade vertausche, ob die Beinpresse nicht teurer war. Ich glaube, die Beinpresse war nämlich teurer. Aber ja. Das macht dann Bock jetzt auch. Ja, nee. Also sagen wir mal 4.000 Euro und was hatte ich bei dem anderen gesagt? 3.500, ne? Mhm. 7.500 Euro. Hier die Brustpresse 3.250 Euro. Boah, das wird jetzt super schwer zu rechnen wieder. 10.750? Ja, bestimmt. Ich glaube dir. Ich nicht. Okay, nach einer kleinen Berechnung kamen wir auf 10.750 dafür. Zusammen mit dem ATX-Kabelzug sind wir dann bei insgesamt 13.000 Euro. Mit der Bank bei 13.600. Mit der stehenden Brustpresse bei 15.600. Und wir haben hier nochmal eine Beinpresse, die hat 1.500 gekostet von Hammer Strength. Die unilaterale Beinpresse. Das Schild hier hinten habe ich übrigens von der Gain Factory geschenkt bekommen, also könnt ihr gerne auch mal vorbeigucken. Und dann sind wir insgesamt bei dem Raum schon bei 15.100 Euro. Der Boden allerdings hat auch tatsächlich nochmal ein bisschen was gekostet. Puzzleboden hier in dem Raum 200 Euro. Ja, möchte ich auch nochmal kurz erwähnen. Dann haben wir hier einiges an Gewichten in dem Raum. Ich glaube ungefähr wie in dem anderen 600, eher 700 Euro. Dann sind wir, bei, wo? Wo waren wir? 15.100, glaube ich, gell? Ja, das plus Puzzle, 15.300, dann sind wir bei 16.000 Euro. Und dann rechne ich jetzt hier einfach mal eine Griffpauschale. Ne? Wird auf jeden Fall auch so um die 400 Euro gekostet haben, das ganze Equipment, was hier hinten hängt. Ja? Ungefähr 300 vielleicht, mit Konstruktion vielleicht wieder 400. Ja, dann sind wir bei 16.000 irgendwas. Ja, 16.000 irgendwas. Machen wir 16.000. 500 mit Lampe und so. Ah, 16.500. Ja, gut. Jetzt sind wir hier im nächsten Raum. Wir haben jetzt hier nochmal eine Maschine. Ich glaube, diese hat 1.400 oder 1.300 gekostet gehabt. Wie gesagt, netto. Dann haben wir hier eine Rudermaschine, die war teuer. Die war, ich glaube, für 3.250 oder 3.750. Die war auf jeden Fall teuer. Die war teuer, ja. Dann sind wir bei 4.550. Dafür war die Wadenmaschine da hinten ziemlich billig, 250 Euro. Sind wir bei. Oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Das ist so anstrengend. Ne? Zu viele Zahlen. Gut, 4.800. Langhangelstange, Hangaustange 250. Hier dieses Deadlift-Jack-Apparat. Ja, nochmal, glaube ich, 130 oder so. Sind wir bei 5.300 oder was? Die Leute denken, ich bin behindert. Auf jeden Fall hier nochmal einiges an Hantelscheiben auch unterwegs. Ne? Wie eben, denke ich, kann man schon pauschalisieren. Nochmal 700 Euro hier in dem Raum. Ist nochmal ein Spiegel, 150 Euro. Ja, dann sind wir bei 850 insgesamt. Und jetzt habe ich wieder vergessen, wo ich eben war. Ich auch. Ach Mann, mit dir macht das gar keinen Sinn. Ich kann auch nicht. Das ist zu schwer nach dem Frühdienst. 450. Ich bin seit 5 Uhr morgens wach und du? Ich nicht. Ja, du musst funktionieren. Ich nicht. Mehr. Gut, nochmal. 3.250. Sind wir bei 4.550. Hier 250. Sind wir bei 4.800. 250. Sind wir bei 5.050. Deadliftings 150. Sind wir bei 5.200. Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich sage auch mal, ja. Die Plattform noch, 200 die ungefähr. Die war selbst gemacht. 5.400, oder? Das klingt gut, ja. So, und die Scheiben nochmal. 7.000, 6.100. So, das heißt, 6.100 plus etwa 44.000. Sind wir bei 50. Sagen wir mal, knapp 50.000 Euro. Gut. Das ist schon eine Hausnummer. Okay, jetzt haben wir mal so eine Gesamtbasis, ja, an einem Wert. Ich würde aber sagen, da kommt noch mal einiges drauf, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass der Aufpreis, ja, von den ganzen Kleinigkeiten, die wir jetzt nicht mit drin haben, Böden, diese ganzen Akustikschutzmatten zum Filmen, Stepbretter, die hier noch rumfliegen, Bilder, Luftentfeuchter, ja, es ist wirklich noch mal eine gute Palette. Die ja. Staubsauger, ja. Ja. Also, und die Arbeit, die da reingeflossen ist.
Ja, plus auch diese ganzen Kleinigkeiten hier für den Fußboden festzukleben, so Panzertape überall, dann, ja, Silikon. Es summiert sich wirklich, ja. Dementsprechend denke ich, dass man da tatsächlich nochmal gut 5.000 bis 10.000 halt schon drauf rechnen kann und das auch wirklich realistisch, wenn ich ehrlich bin. Ja, also da kommt auf jeden Fall nochmal gut was drauf und dann für all die, die das privat auch genauso 1:1 nachbauen wollten, würden auch nochmal die 19% Mehrwertsteuer halt eben draufrechnen und das ist dann euer Preis, den das Ganze kostet. Ich bin mir 100% bewusst, dass das billiger geht oder gehen würde. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man einige Geräte noch für einen vergünstigteren Preis gekauft hätte, ja, dass da auf jeden Fall was drin ist. Ich habe einige Rabatte auch noch hier bekommen, die jetzt hier in den Preisen aber nicht mehr drin sind. Ne? Also das bedeutet, hier war auch ein bisschen was auf jeden Fall billiger, als wir das jetzt hier geäußert haben. Ja? Einige Sachen vielleicht auch ein bisschen teurer noch gewesen, aber ich habe auf jeden Fall ein gutes Stück weniger insgesamt auch bezahlt, ja? Für das Ganze hier. Aber so ungefähr ist die Richtung, ja, und ich hoffe, das hilft euch, ja, ich hoffe, das hat euch nochmal einen Einblick gegeben, ihr könnt mir gerne Fragen in die Kommentare schreiben, ja, wenn ihr irgendwas wissen wollt und auch nochmal hier eine kleine Rückmeldung, beziehungsweise eine kleine Meldung von mir, es werden einige Geräte auch verkauft, ja, das bedeutet, wenn ihr Interesse an einem Gerät habt, ja, könnt ihr gerne mal bei mir auch auf eBay vorbeischauen, derzeit einige Anzeigen online stehen und zum anderen aber auch gerne einfach auf Instagram DM mal anhauen. Genau, ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wie gesagt, im The Age of Iron Shop einerseits für Online-Produkte vorbeizuschauen und im Only Basics Shop vorbeizuschauen, wenn ihr ein bisschen was an stabilem Merch für euch wollt. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.